Der Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid hat kein Drehzahlmesser, sondern einen Powermeter. Der informiert den Fahrer über die elektrische Leistung, die er gerade anprüft, über die elektrische Leistung, die er in die Batterie lässt und über die Leistung des Verbrennungsmotors. Der Outlander Driver kann drei Fahrmodi anwählen: den sportive Fahrmodus, den normalen Fahrmodus oder wie ich den Eco-Modus. Im Eco-Modus hat sich ein trägeres Gaspedal-Ansprechverhalten, das animiert zum ökonomischen Fahren. Und die Operation der Klimaanlage ist ebenfalls optimiert. Umfangreiche Fahrzeuginformationen können auf dem Bildschirm mit der Mittelkonsole abgerufen werden. Ich selber interessiere mich für den Energiefluss. Das heißt nämlich, wie das Hybridsystem zusammenarbeitet mit dem thermisch optimierten Atkinson-Verbrennungsmotor und den beiden Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse.